Es ist Donnerstagnachmittag und da bin ich wieder aus einem nebligen London vor meinem Hausboot Emilia, dem es seit der gewonnenen Schlacht gegen die Ameiseninvasion in der letzten Woche wieder deutlich besser geht. Ich sage nur Cider Vinegar. Das aber ist eben der Nachteil eines festen Liegeplatzes. Man wird gelegentlich von der Außenwelt erobert. Und ich spreche jetzt gar nicht von all den Touristen, die mich immer wieder gerne von der Straße aus abschießen. Ich spiele da meistens mit, setze mir einen blöden Hut auf und bin sozusagen der Imposter. Aber gelegentlich schlage ich auch schon einmal zurück. Also Vorsicht! Ein Boot aber ist mehr als glücklich, jetzt wieder einen festen Liegeplatz zu haben, die Book Barge. Ein schwimmender Buchladen, der bis vor kurzem hier ganz in der Nähe in Paddington lag, den die Kanalbehörde dann aber vertrieb, weil sie diesen Liegeplatz für viel Geld, wir sind eben in London, versteigern wollte und hat. Und seitdem schipperte dieser Kahn kreuz und quer durch London. So sieht er aus, dieser legendäre Buchladen auf dem Wasser, der so voll mit Büchern ist, dass ich immer Sorge hatte, er könne jeden Moment absaufen. Eine Protestwelle, ein regelrechter Shitstorm Londoner Buchliebhaber. Aber hat diese Barge jetzt gerettet? Und the good news of the week ist, sie hat wieder einen festen Platz ganz bald, was die beiden Erfinder natürlich am allermeisten erleichtert, die ich diese Woche besucht habe. Denn wirklich fahrtüchtig war ihr Kahn oder ist ihr Kahn eben nicht. Und wenn man hineingeht in dieses Boot, dann trifft man auf sie. John Privet und Paddy Screech. Zwei Buchliebhaber der besonderen Art, die dieses Boot zu einem der schönsten Orte auf den Londoner Kanälen gemacht haben. Mit Kamin und Sitzecke, wo man zu leiser Musik lesen kann, solange man will. Und wo man beim Stöbern erst nach einer Weile merkt, in was für ein Paradies des exzentrisch guten Geschmacks man da geraten ist. Lohnt sich definitiv ein Besuch auf diesem Boot. Den aktuellen Bücherbestand, den können Sie nachschauen auf deren Facebook-Seite World on the Water. Und der Ort, wo Sie diese wunderbare Barge demnächst dauerhaft finden können, das ist King's Cross. Mitten im Zentrum, die größte Baustelle der britischen Hauptstadt, das offene Herz Londons sozusagen. Kein im klassischen Sinne schöner Ort, aber dennoch ein, genau, Lieblingsort. Und zwar deshalb, weil es auf dieser riesen Baustelle so unglaublich viel zu entdecken gibt. Das ist der Ort, wo die Book Barge demnächst liegt, dahinter die Riesenbaustelle von King's Cross. Und wenn man da hineingeht und genau hinsieht, dann entdeckt man das hier zum Beispiel, ein Liegestuhl im Nirgendwo. Ja, wir befinden uns an einem See mitten im Baustellenchaos. Dem King's Cross Pond, einem Kunstprojekt, eine Public Art Installation, in der man schwimmen kann. Bei gutem Wetter ist hier übrigens die Hölle los, in diesem Freibad mit besonderer Aussicht. Ist ein bisschen surreal das Ganze, aber definitiv mal etwas anderes. Und direkt daneben gibt es geheime Gärten, einen Springbrunnen gibt es da, den Sie mit Ihrem Handy zu einem Computerspiel umfunktionieren können. Eine Baustelle ist das voller verrückter Geheimnisse. Und eben demnächst mit dem schönsten Buchladen der Stadt. Die Queen war natürlich mit bei diesem Ausflug zur Book Barge. Sie liest ja bekanntlich gern, wie wir seit dem Roman von Ellen Bennett wissen, The Uncommon Reader, zu Deutsch die souveräne Leserin, und war natürlich höchst erfreut, dort das neueste Buch dieses allerenglischen Autoren zu finden. Smut gibt's auch auf Deutsch und heißt da Schweinkram. Ein Buch mit zwei Geschichten über die englische Prüderie und andere mentale Seltsamkeiten der Inselbewohner. Eine Empfehlung Ihrer Majestät, der ich mich natürlich nur anschließen kann, ist ganz skurril und wunderbar, dieses Buch in der Tat. Und fast hätte ich es vergessen, sie ist nächste Woche in Deutschland auf Staatsbesuch, 4 Tage lang, wird ein Riesenzirkus. Vielleicht gucke ich auch einmal kurz vorbei, aber nächsten Donnerstag bin ich wieder hier für Sie auf Emilia, wie immer. See you then.